Tjoho, hallo Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier von Hillbilly TV. Ihr seht schon hier auf dem Tisch die aufgebaute Buschbox und ein Artikel, den ja die meisten von euch kennen. Ich hatte nur noch nie einen so Alkoholbrenner. Ich kannte das nur früher vom Fondue her, von meinem Vater. Der ist unten eben auch so ein Spiritusbrenner unten drin. Und jetzt habe ich gedacht, das musst du jetzt einfach auch mal ausprobieren. Und ja, das Teil ist jetzt gekommen und ja, bei nächster Gelegenheit, wenn wir draußen unterwegs sind, werden wir mal, anstatt in der Buschbox mit Holz zu heizen, werden wir mal diesen Alkoholbrenner verwenden. Ich habe schon den Tipp bekommen, ich soll nach Bio-Ethanol Ausschau halten, das würde nicht so rußen. Werden wir mal schauen. Das Teil ist ja auch wirklich nicht groß. Viele bauen sich solche Teile auch selber, zum Beispiel aus Cola-Dosen. Da gibt es ja richtig schön viel Anleitungen im Internet, aber ich habe gedacht, ich probiere mir ja mal diesen originalen Trangia-Brenner. Ne? Kann man schon ausmachen. Der wiegt auch nicht viel. Also der ist ja wirklich gewichtstechnisch kein Problem, den mitzuführen und ein bisschen Alkohol. Ne? Genau 111 Gramm. Genau 4 Unzen. Also bei dem anderen Zeug, wo man mitschleppt, fällt das nicht großartig ins Gewicht. Simple, einfache Konstruktion, aber scheint sich wohl bewährt zu haben. Und wunderbar, wenn man die Buschbox dann aufbaut, braucht man in dem Fall nur mal ein Blech unten drin, hier auf die mittlere Position zum Beispiel. Und hier passt wunderbar der Brenner rein. Kann dann da vor sich hin kuckeln. Man kann auch die Topfauflagen einsetzen, um noch ein bisschen Luft unter der Tasse zu schaffen. Dann steht das ein bisschen ab. Von vorne hat man schön Kontrolle, ob die Geschichte noch brennt. Und dann kann man sich wunderbar zum Beispiel hier mit dem Tatonka-Becher was zubereiten. Ne? Oder den kleinen 08er Multitopf. Ne? Aber das werden wir da mal draußen ausprobieren. Hier nur mal als kurze Vorstellung. Aber dazu gibt es ja auch schon unzählige Videos im Netz. Nichtsdestotrotz werden wir den mal bei Gelegenheit testen. Hat mich einfach interessiert, mal möglichst alle Variationen auszuprobieren, ne? Was man halt so draußen verwenden kann. Gaskocher mag ich zum Beispiel. Espit im Notfall ist auch okay. Das ist auch eine interessante Geschichte. In Verbindung mit so einem Hobo natürlich immer cool, weil bei allen anderen Sorten, ne, irgendwann geht dir das Espit aus, irgendwann geht dir vielleicht das Gas aus oder dein Alkohol ist alle. Wenn du dann aber noch so einen Kocher dabei hast, damit findest du immer Brennstoff irgendwo draußen in der Natur. Ein bisschen trockenes Holz und wenn die erstmal Betriebstemperatur haben, kannst du da auch feuchtes Holz drin verheizen. Aber dann muss ich ja mal alles ausprobieren und sich allem gegenüber aufgeschlossen zeigen. Also werden wir jetzt auch mal den Alkohol nicht saufen, sondern verbrennen. Und damit, nee, funktioniert nicht. Und damit mal beim nächsten Mal ein bisschen was brutzeln, kochen, heiß machen. Mal schauen, wie so die Leistungsfähigkeit von so einem Alkoholbrenner ist. Ne? Also Leute, das war heute nur ganz kurz die Vorstellung des Trangia-Spritbrenner. Also, ciao Leute.